liebe Fünfer, wir sind die Tiefblechlehrer von der Musikschule in Leinfelden-Echterding. Ich bin der Uli Röser. Und ich bin der Florian Seeger. Und wir stellen euch die Instrumente Posaune und Euphonium vor. Die zwei Instrumente gehören zur Familie der Blechblasinstrumente. Der Ton wird erzeugt, indem ihr mit den Lippen eine Schwingung erzeugt. Stellt euch vor, ihr habt Kuchen gegessen und es kleben ein paar Krümel auf der Lippe, die spuckt ihr weg. Das macht ihr ins Mundstück. Und so wird ein Ton erzeugt. Bei der Posaune, um unterschiedliche Töne zu erzeugen, haben wir einen Zug. Den kann man raus und reinziehen. Und beim Euphonium, das ja erstmal aussieht, wie wenn es total ein anderes Instrument wäre, aber im Grunde ist es sehr ähnlich mit der Posaune, wenn man das jetzt zum Beispiel aufwickeln würde, beide Instrumente, dass es ein langes Rohr gäbe, wären die genau gleich lang und somit haben sie den gleichen Grundton. Nur werden die unterschiedlichen Töne beim Euphonium mit den Ventilen hier erreicht, indem man die mit verschiedenen Kombinationen drückt. Das ist eigentlich einfach erklärt. Es gibt noch die Trompete und das Horn. Das wird euch aber von jemand anders vorgestellt. Wir spielen euch jetzt noch ein kleines Stück vor, ein Klassiker aus der, sagen wir mal, aus der Jazzwelt. Ein Stück mit dem Namen Oh When the Saints. Musik.